وأطيعوهم. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُنْزَلِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. آمَنَ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، أو ihr Gläubigen، مبارك، مبروك، gratuliere، wir gratulieren، können uns gegenseitig gratulieren، dass wir diesen Tag erreicht haben. Es ist Yom al-Jumma und es ist der Vortag des 15. Schaban, der heute Abend nach dem Maghrib beginnt. Maulana sagte, dass die wichtigste, oder vielleicht zusammen mit der Nacht der Macht, Laylatul Qadr, ist die Laylatul Baraha, die wichtigste Nacht. Und es ist die Nacht, in der im Himmel bestimmt wird, die Geschicke dieser Welt und die Geschicke der Bewohner dieser Welt bestimmt werden. Inshallah, wer Intention in Niyat hat, die Niyat, man muss die Niyat machen, in dieser Nacht zu beten, was auch immer, was man beten kann. Zwei Rakats mit der Absicht, diese heilige Nacht zu begehen und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten, Dank zu sagen und dass man beschützt wird. Bis zu 100 Rakat oder mehr, wie man kann. Aber jeder soll die Absicht haben, ja, irgendetwas für diese Nacht zu geben, weil du weißt nicht, in welchem Detail, in welchem Rakat oder in welcher Absicht Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Bitten erhört und seine Vergebung gewährt und seinen Schutz gewährt und alle seine Gaben gewährt. Muslime sind in einem schlechten Zustand, kann man sagen, heutzutage. Und man ist immer selber schuld an seiner schlechten Lage, hauptsächlich, weil man, natürlich gibt es auch Helfer von außen, die einem helfen, dass die Lage schlecht wird. Und wenn ein Mensch auf diese Leute hört, auf schlechte Berater, dann ist er eben schlecht beraten und nicht beraten, sondern verraten. Und deswegen sollen die Muslime aufpassen, auf wen sie hören. Auf wen sie hören. Es genügt nicht, im Internet mal nachzugucken, was der Koran bedeutet. Ja, wer das tut, der wird mit Sicherheit die Krankheit, die Bazillen der Wahhabis und Salafisten einfangen. Und wird dann sagen, ich kann den Koran erklären. Ja, das können sie nicht. Besonders Araber sind da sehr gefährdet, ja, die sowieso schon einen gewissen natürlichen Stolz haben, sozusagen. Und wenn sie dann stolz sind, dass sie Arabisch können und Araber sind und meinen, dass sie es besser wissen als jemand, der vielleicht gar kein Arabisch kann oder nur das Notwendigste, um seine Gebete zu rezitieren, ja, dann sind sie im Irrtum. Dann sind sie im Irrtum. Die schlimmste Eigenschaft des Menschen ist der Stolz. Von dem gehen
Tausende, Zehntausende schlechte Eigenschaften aus. Nur vom Stolz. Dass man stolz ist. Und der Prophet sagt das, sallallahu alaihi wasallam, sagt nicht, dass ihr nicht stolz seid, weil ihr es nicht sehen könnt. Ja, es ist leichter, eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in einer dunklen Nacht zu erkennen, als seinen eigenen Stolz. Ja, Stolz verhindert alles. Ja. Und Islam ist das Gegenteil, ja, von Stolz. Islam ist die Demut. Ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in bester Weise und schönster und höchster Weise gezeigt hat. Ja, ist Demut, ja, die höchste und beste Eigenschaft im Islam. Und es beginnt damit, dass man auf jemanden hört. Ja, dass man sich einen guten Ratgeber sucht. Ja, nämlich jemanden, der vertrauenswürdig ist. Aber diese Leute sind nicht vertrauenswürdig. Ja, diese komische, dreckige, verrückte Wahhabi-Bewegung kam vor 200 Jahren und wurde politisch aktiviert von anderen Ländern und diese Leute behaupteten dann, dass 1300 Jahre, die bis dahin vergangen waren, vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ungültig sozusagen sind. Ja, alles falsch, alles was falsch. Ja, alles, was die Muslime in 1300 Jahren, mashallah, gemacht haben, ist alles falsch. Ja, und wir, die Idioten des 18. Jahrhunderts, wir sind halt verrückt und wir bringen jetzt den richtigen Islam. Und als erstes fangen wir mal an, die heiligen Mausoleen der Fatima zu zerstören, des Hassan und anderer, Jafar al-Sadiq, der größten Gefährten und schönsten Menschen, die je gelebt haben, vom heiligen Haus des Propheten. Da kloppen wir erstmal drauf und zerstören erstmal die Mausoleen. Das ist mal das Erste, was wir machen. Was für dreckige, schaitanische Diener, das sind Diener Schaitans, sind. Das ist unglaublich. Und diese Leute sind dreist und unverschämt und dreckig. Und wer auf die hört, fängt sich ein Gift ein. Wer mit denen sitzt und mit denen isst und mit denen spricht und mit denen Beziehungen pflegt, fängt sich Gift ein. Ich habe gerade einen kennengelernt, der war 3 Jahre mit den Wahhabis und ist jetzt, Alhamdulillah, Allah hat ihn geführt zum Scheich. Er sagt, er fühlt sich vergiftet. Ja. Er muss daran arbeiten, dass sein Gift, er hat erkannt, dass er ganz viel Gift drin hat. Ja, von diesen Gedanken, von diesen dreckigen Gedanken. Ja, da ist Gift drin. Hat nie eine Reinigung stattgefunden, sondern ist diese Vergiftung. Ja, zur Vergiftung gehört eine Reinigung. Ja, deswegen ist der Sufi-Weg immer die Reinigung. Sufi, da braucht man nicht sagen, der Weg des Dieners, des Menschen, ja, zu seinem Herrn, ist der Weg der Reinigung. Und die Reinigung, die passiert, wie wenn du eine Fastenkur machst, dann sagst du auch, wird immer empfohlen, ja, geh, mach das mit dem Arzt zusammen. Ne? Der Arzt soll das beobachten. Ja, der Heilpraktiker, der Arzt, der Doktor, der soll irgendwie gucken, ja, dass du das richtig machst, dass du es nicht falsch machst. Ja, dass die Reinigung, körperliche Reinigung stattfinden kann. Ja, wie viel mehr erst im Geistigen, ja, wo eine Reinigung stattfinden soll, braucht man eine Aufsicht. Ja, eine Aufsicht. Ja, das Ego hat so viel Dreck angesammelt, ist so dreckig. Ja, und der Stolz, den man selber eben nicht sehen kann, der ist so, fließt so im Blut und der Neid und die Idiotie und die Blödheit und die Dickfelligkeit und die Selbstherrlichkeit, die Selbstgefälligkeit und die Trägheit und die Faulheit und die Stupidität und die Idiotie ist so heftig, das sind alles so, und der Geiz und der Neid und die Überheblichkeit und das Besserwissen, das Bessere ist alles so drin, das ist alles okay, das ist normal, das ist normaler Alltag.
Wenn du nicht so bist, stehst du auf. Dann bist du ein Verrückter. Die Öffentlichkeit ist nur durchsetzt von Idiotie, von Blödheit. Kompletter Blödheit. Nur vom Bauch und eine Stufe tiefer. Sonst wird gar nicht, kann man gar nicht denken. Du siehst in den Nachrichten, Yahoo, ja auch noch Yahoo, Astaghfirullah, Adab Yahoo. In den Nachrichten, ich habe es mal jetzt, also weil ich da auch immer, und so, Internet-E-Mails, und jetzt guckst du da, dann siehst du von 20 Nachrichten, so mit Bildern, sind 15 handeln über Sex. Von Nachrichten, das sind Nachrichten, geht als Nachrichten, Nachrichten, Yahoo, 15 davon handeln über Sex. Lady Gaga Gaga hat wieder zu viel Haut gezeigt. Ja? Die hatte das Kleid an, der hatte diese Hose an, der hat da ein Fauxpas gemacht. Also nur Gerede, Gesülze, eine Verblödung des Volkes, wie es besser nicht mehr geht. Eine absolute, Ignoranz ist so tief, es ist richtige, tiefe, dunkle Ignoranz. Und darin da muss eine Reinigung passieren. Und diese Reinigung wird passieren. Diese Reinigung wird jetzt passieren. Jetzt, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, passiert die Reinigung, wo das alles wegkommt. Wenn du hörst, dass der Scheich sagt, dass 5 von 6 Leuten gehen, ja, und dann guckst du dir an, wie der Zustand der Welt ist, dann sagst du ja. Ja, ja. Mindestens. Ja, 5 von 6. Ja, wie soll das sonst gehen? Eine Reinigung ist eine Reinigung. Und individuell muss eine Reinigung stattfinden. Dazu ist der Mensch auf der Erde, dass er sich reinigt. Ja? Reinigt von dem, was er an. Er kam rein und auch rein. Ja? Also sauber kam er in diese Welt rein. Ja? Als unbefleckt sozusagen von der anderen Welt. Und dann hat er angesammelt den ganzen Mist, wie auch immer. Und der muss wieder weg. Der muss wieder weg. Und es ist ein Drama ist gar kein Ausdruck, ein gewaltiges, endloses Drama des Feuers und der Qual, der Seelenqual, wenn man aufwacht, nachdem man gestorben ist und dann die Wahrheit sieht und alles sieht, was man hätte tun können und verpasst hat. Das ist ein Drama. Das ist ein absolutes Drama. Jeder wird sich wünschen, ja Allah, lass mich einmal zurückkommen. Ja, nur einmal für die Dauer von 2 Rakats. Wird jeder sagen. Keiner hat nur diesen einen Wunsch. Ja Allah, bring mich zurück. Lass mich 2 Rakats für dich beten. 2 Rakats. Nur das. Mehr will ich nicht. Das wird jeder wünschen. Er würde es so sich wünschen, dass sein Herz reißt. Ja, dass jede Qual, jede körperliche Qual ist ein Witz dagegen. Jedes Irrenhaus, die Qual im Irrenhaus ist ein Witz gegen die Qual, die da kommt. Einfach weil man verklebt ist. Und auf Shaitan hört um seinen Nafs. Und Allah hat alles, und er hat heute gesagt, der Scheich, ihr könnt nicht sagen, oh, habe ich nicht gewusst, was ist denn jetzt los? Nee. Es wurde uns gesagt. Ja. Müssen wir bezeugen, das müssen wir schon fairerweise bezeugen, dass der Scheich seit 30 Jahren uns das versucht einzutrichtern. Und andere auch. Und der Koran, die Sunna und die Hadith und alles, was damit zusammenhängt, ja, benachrichtigt uns davon. Ich kann nicht sagen, wir wussten es nicht. Das können wir nicht sagen. Und diese Reinigung, die ist Pflicht. Ohne diese Reinigung kommst du keinen Schritt weiter. Ohne diese Reinigung kommt kein Bewusstsein. Ohne die Reinigung kommt kein Licht. Ohne die Reinigung kommt keine Liebe, kommt keine Aufrichtigkeit, keine Vertrauenswürdigkeit. Gar nichts kommt da ohne Reinigung. Wie denn? Wie soll es denn gehen? Und die sagen, nee, wir machen keine Reinigung, die Muslime. Wir sind Muslime.
Wir gehen beten, wir gehen in die Moschee rein und wieder raus, so genauso wie wir rausgekommen sind, vielleicht noch schlechter raus, als wir reingekommen sind. Und das ist okay für uns. Ein bisschen Ringelfix mit anfassen, machen wir ein bisschen Politik. Islamanerkennung in Deutschland, Zentralverrat der Muslime. Ja, machen wir ein bisschen Profil zeigen. Wir tun ja was für die Gesellschaft. Das ist alles Alibi. Damit kommst du nicht weiter vor Allah zum Schluss. Überhaupt nicht, gar nicht. Nee, der fragt ja gar nicht nach. Der sieht genau, was du wolltest. Der sieht genau, was du wolltest. Ja, du wolltest dich darstellen, du wolltest dies, du wolltest das. Ja. Hast du Allah gesucht? Nee. So geht es nicht mit den Muslimen. Das war 1300 Jahre sehr gut. Es war sehr gut. Guckt in die Geschichte, ihr Lügner, ihr Affen, ihr Idioten. Guckt in die Geschichte. Guckt zu den Sultanen. Guckt zu den Heiligen. Kennt ihr die nicht? Kennt ihr Abdul Qadir Jilani nicht? Kann das sein? Kennt ihr Abu Yazid Bustami nicht? Kennt ihr nicht Ibn Arabi? Jalal al-Rumi kennt ihr nicht? Habt ihr Museum? Ja, Maulana Museum. Mashallah. Prophet auch schon. Ja, Prophet, ja. Oh, früher. Mhm. Die gibt's alle und gab's und gibt's noch. Wo gucken die hin? Was ist passiert in der Geschichte? Und wie hat sich der Islam majestätisch mit dem Willen Allahs ausgebreitet? Mashallah. Und der Prophet sagt, guckt auf meine Gefährten. Das sind wie Sterne. Folgt ihm und ihr werdet richtig sein. Folgt ihnen und ihr werdet richtig sein. Was sind das für Idioten, die behaupten, sie sind Salafisten? Salafisten von Shaitan. Das sind sie. Reine Diener von Shaitan. Die dienen alleine Shaitan. Shaitan freut sich, die so abzuschicken und die Muslime so schwach zu machen. Das ist sein Ziel. Das ist sein Ziel, den Gläubigen abzuziehen vom Glauben. Deswegen passt auch, mit dem wir zusammen sein. Ihr könnt nicht sagen, ja, es ist ein Wahhabi, es sind nicht so schlimm alle Muslime. Nee, ist nicht. Das wirst du spätestens dann merken, wenn dir den Pfeil und Bogen nimmt und dir in den Rücken schießt. Dann merkst du, dass das nicht dein Muslimbruder war. Wenn er dir den Dolch in den Rücken steckt, dann merkst du, oh, das war ja gar nicht mein Muslim. Ich habe immer gedacht, mein Muslimbruder, ja, leider hat er mich jetzt um die Ecke gebracht. Das ist nicht so, den kannst du nicht trauen. Gar nicht. Du kannst nur jemanden trauen, der auf jemanden hört, der demütig ist. Der auf jemanden hört, der auf den Heiligen wahrnimmt und auf ihn hört und ihm folgt. Darin liegt der Segen deines Lebens, meines Lebens, unseres Lebens und das Leben aller. Nur darin. Das Leben, die Glückseligkeit liegt darin, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu hören. Die auf den Propheten gehört haben, haben auf ihn gehört und sind ihm gefolgt und sind in die ewige Glückseligkeit eingegangen. Ja. Für immer. Die höchsten Stufen erreicht. Darin liegt das Glück. Hier und danach. Das Unglück liegt darin, nicht auf ihn zu hören und das Gegenteil zu tun und rebellisch zu sein und zu sagen, ich weiß es besser. Darin liegt das Unglück. Ja. Deswegen muss sich jeder eine suchen. Das ist Pflicht. Das ist Fard. Steht überall. Nur die können nicht lesen. Sagen, wir sind Araber, wir können Arabisch, die können gar nichts lesen. Das kommt nicht drauf an, ob du die Buchstaben kennst. Überhaupt nicht. Lesen können ist was anderes. Jeder kann lesen, kann auch die Zeitung lesen. Das ist nicht der Punkt. Wenn das der Punkt wäre, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala den Koran runterwerfen können. Vom Himmel. Und sagen, liest, ihr könnt ja lesen. Einige können lesen, die nicht lesen können, bringst den anderen, lesen die anderen vor. Und dann macht ihr das, was da drin steht. Staffel oder Hasha. So einfach ist es nicht. Ja, so einfach ist es nicht. So einfach hätten sie es gern. Ja, damit sie auf ihren egoistischen Zielen drauf sitzen bleiben können und so weiterkommen können. Ja, auf ihren materiellen Dunya wünschen. Ja. Die wollen nur Dunya. Was die wollen, ist nur Dunya. Die ganzen Leute, die wollen nur Dunya. Mit ihrem Schlips und Kragen. Sind so stolz auf ihren Schlips und Kragen. Ja. Dann reden sie von der Sunna. Also ihr macht Zicke. Hadra. Haram, Schirk. Ja, du musst die Sunna, die Koran, die Sunna. Ey, du Schlips. Wer bist du denn mit deinen engen Jeans?
wo man Links- und Rechtsträger unterscheiden kann. Wo lebst du, welcher Welt lebst du? In der Welt von Crazy Arthur Brown? Lederjacke und Jeans. Ja, der normale Araber trägt Lederjacke und eine satte Jeans, eine enge Jeans. Und spricht dann von Sunna. Und sagt, ihr seid falsch, weil sie neidisch sind. Weil sie nicht fassen können, dass Deutsche sich einen Turban aufsetzen. Und eine Mütze. Und eine weite Hose. Das können sie auch nicht fassen. Weil sie auch nicht mehr da sind. Weil sie die Liebe auch nicht schmecken von dem Scheich. Weil sie gar keinen Wunsch haben. Gar keine Sehnsucht haben. Da kommt ja nichts. Da kommt überhaupt nichts. Ja. Da kommt eine Rechtfertigung irgendwas. Und dann ist nur das. Und dann reden die von Koran und so. Dann seid wenigstens ruhig. Dann seid leise wenigstens. Wenigstens. Sagt nicht, ihr wisst es oder ihr wisst es besser. Lasst es so, wie es ist. Lasst wenigstens die anderen in Frieden und seid leise. Und macht es nicht noch den anderen schwer. Das ist nicht Sunna. Das ist überhaupt nicht Sunna, was die machen. Das ist so eine Koran und Sunna. Dann versuchen sie aus dem Koran raus Argumente zu holen, diese Idioten. Keine Ahnung. Nichts geregelt. Kinder, kindisch Kindergarten und noch vor Kindergarten. Ja, kindisch, mit dem kindischen Naps, ja, versuchen sie dann, dem alten Scheich zu sagen, ey, du bist falsch. Ich weiß es besser als du. Das ist, was sie sagen. Sie sagen, ich weiß es besser als du, Scheich Nasim. Du bist 90 Jahre alt, aber ich weiß es besser. Ich bin ein Vollidiot, Jeans- und Lederjackenträger, Linksträger, Rechtsträger und ich bin besser als du. Ich weiß es. Ich weiß es besser als du. Und ich weiß es besser als Jalaluddin Rumi, ich weiß es besser als Abdulkadir Jilani, und ich weiß es besser als jeder Tariqat-Scheich, da weiß ich es besser. Sagen die, ja, wer bist du denn? Schäm dich lieber jetzt, anstatt später. Deswegen musst du ja aufpassen, wie wir zusammen sein. Ganz genau. Da musst du unterscheiden. Nicht mit Leuten, die uns verraten. Mit Verrätern war der Prophet nicht zusammen, sondern hatte sich weggewendet. Und bei Diskussionen auch, wenn er angesprochen wurde. Ein paar Mal angesprochen worden, hat er sich weggewendet, einfach weggeguckt. Oder er ist rausgegangen notfalls. Bleib bei dem Kul Allah und lass sie diskutieren. Sagt Allah und lass die anderen diskutieren. Lass sie alle machen. Macht eure Sache. Ja, eure Reinigung. Ja. Stellt dem Scheich anheim. Ja, bittet ihn um seine Hilfe, ja, den Propheten, die Heiligen, den Scheich und gebt das, was ihr geben könnt, ja, so viel wie möglich. Ja, das ist gut, der Scheich sagt, wer festhält an sein, wird es gut. Ja, gesegnetes Leben, hier und danach, inshallah. Also kann man bitten, heute Nacht, inshallah, dass es so bleibt und besser wird, inshallah, für jeden Einzelnen, inshallah. In